Sebastian Müllers Team bringt die nächste Änderung. Ist das nicht wahrer Luxus, wenn der Friseur sich farblich auf den Kunden einstellt? Kundenbindung à la Müller. Nur ganz kurz, diese Kleiderstange, die gerade reingetragen wurde. Sie haben gesehen, da sind so verschiedenfarbige T-Shirts oben drauf gewesen. Dass wir ein bisschen darauf achten, weil ich finde es immer ganz schwierig. Man muss sich dem Kunden, der reinkommt, ja so ein bisschen anpassen. Und deshalb sind da verschiedenfarbige T-Shirts drauf, sodass, wenn die Kunden kommen, ist es immer sehr angenehm, wenn man sich mit dem Kunden auch farblich auf einer Ebene bewegt. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde kommt, der im Großen und Ganzen, sagen wir mal, in Rot gekleidet ist, dass wir dann ein rotes T-Shirt anziehen, wenn wir den Kunden bedienen. Sie werden das jetzt gerade als total absurd abtun, aber die Tiefenpsychologie dahinter ist die, dass der Kunde sich direkt aufkommt. Der hat sich ja morgens Gedanken gemacht, ich ziehe jetzt das und das an und diese Farbe, weil mir gerade danach ist. Und wenn jetzt der Friseur hinkommt und mit einer ähnlichen Farbe mit ihm arbeitet, dann ist das tiefenpsychologisch direkt ein anderer Zugang zum Kunden. Lassen Sie es einfach mal sacken. Und ich würde gerne gleich mit Ihnen noch dieses Video drehen. Ich brauche nichts mehr machen. Ja? Ja. Ich bin einfach nur froh, wenn dieser Tag vorbei ist. Aber doch nicht jetzt. Denn jetzt ist im Luxussalon Zeit für eine weitere Änderung. Die Kunden sollen mit ihrer Lieblingsmusik verwöhnt werden. Wir werden nämlich ein kleines Veranstaltungsformat etablieren hier im Salon. Ist ja der Luxussalon jetzt. Es nennt sich Party Hart. Party Hart? Hart? Finde ich nicht witzig. Alles klar. Dazu baut DJ Thomas sein Equipment auf. Der Alleinunterhalter wird zwischen 15 und 18 Uhr die Lieblingshits der Kunden spielen. Wie ist das was für Sie? Ja. Dass Sie Ihren Lieblingssong hier beim Haareschneiden direkt noch hören können? Ja, ist Luxus. Und das ist genau das, was wir wollen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Sebastian Müller, mein Name. Grüße Sie. Hallo, Grüße Sie. Schumacher, ich habe einen Termin. Sehr gut. Ich hole sofort eine Kollegin, dann werden Alles Sie klar, sofort kein bedienen. Stress. Ja? Ein Kunde im schwarzen T-Shirt. Zeit, an eine Änderung aus Herrn Müllers Wahnsinnskonzept zu erinnern. Wenn jetzt jemand wie der Nils, den Sie ja jetzt gleich, glaube ich, bedienen genau. werden, hat jetzt ein schwarzes T-Shirt an. Dann ziehe ich mich um. Genau, ich würde Sie dann bitten, einfach das schwarze T-Shirt anzuziehen. Lehrling Camilla ist derweil vom Einkaufen zurück. Ja, super. So, ich hoffe, ich habe das Richtige für Sie gefunden. Ja, sehr gut. Dankeschön. Sie sind zufrieden mit dem, was wir eingekauft haben? Ja, rundum zufrieden. Timo ist schon wieder am Rauchen, statt sich umzuziehen. Und das auch noch ohne Handschuhe. Guck mal, wir ziehen unsere Handschuhe jetzt an. Ich habe Ihnen heute Morgen schon gesagt, dass je alltäglicher das für Sie ist, je mehr Sie das machen, dann wird es irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Kriege ich dann morgen einen in rosa? Wenn Sie Handschuhe in rosa haben möchten, da werden wir bestimmt auch welche in rosa finden. Ja, dann. Aber was ist jetzt genau das Problem? Wenn meine Kundin morgen früh, die erste, jetzt ein rosanes Kleidchen trägt, genau. dann ziehe ich das pinke T-Shirt an. Zurück bei Good Boss, Bad Boss. Wenn meine Kundin morgen früh, die erste, jetzt ein rosanes Kleidchen trägt, genau. dann ziehe ich das pinke T-Shirt Richtig. An. Okay. Ja, aber ist das jetzt so absurd? Ja. Warum? Ob das pinke T-Shirt jetzt absurd ist beim Timo? Timo, tut mir leid. Das wage ich doch stark zu bezweifeln. Aber ich verstehe sehr wohl, dass man nicht zwingend im gleichen Look wie der Kunde da sitzen möchte. Die Kundin hat während der gesamten Behandlung einen Umhang an. Ja, aber darum, die es geht Kundin ja nicht darum, interessiert dass das doch. Die Kundin die weiß sieht doch, das was doch sie gar unter nicht, dem dass Mann sie anhat. Aber Sie haben noch keinen Umhang. Vielleicht steht der Kundin das Pink, aber vielleicht steht uns sich das Pink. Aber hier geht's hier auch erstmal um Schwarz. Eine Sache noch, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber Timo hat sich jetzt extra für Sie. Nur für dich habe ich mich hübsch gemacht. Ehrlich? Schwarzes T-Shirt. Nur für dich habe ich mich umgezogen. Wobei, er sieht da eigentlich immer gut aus. Er sieht immer gut aus, er sieht immer bezaubernd aus, aber wir haben gedacht, wenn Sie in Schwarz kommen, werden Sie sicher was dabei gedacht haben. Ja. Ja? Und wenn der Friseur auch schwarz hat, man Ach, hat er hat sich quasi gerade angepasst. Nur für Sie? Ja, genau. Ach, interessant. Nächste Mal. Ja. Ihm hat noch weiß an. Stimmt, genau. Na, jetzt interessant. Merkt ja, okay. Aber es ist für Sie doch direkt eine ganz andere Wirkung. Ja. Ja. Schön. Sehr gut. Ja, super. Der Kunde fühlt sich wohl. Sebastian Müllers Luxuskonzept geht auf. Nehmen die Kunden auch die tolle Partystimmung an? Können wir aufhören? Das ist zu viel. Wieso denn aufhören? Es geht doch erst los.
bräuchte einmal jetzt Ihr Lieblingslied. Backstreet Boys, Everybody. Das ist Ihr Lieblingssong? Ja. Aus den 90ern? Ja. Da waren Sie auch gar nicht geboren. Aber meine Mama hört das ganz gerne. Aha, okay. Das heißt, er würde jetzt nur für Sie Ihren Lieblingstitel spielen, Backstreet Boys, Everybody. Können wir bitte jetzt gehen? Bitte? Können wir jetzt gehen? Ja, ich wollte weg. Weil, also, ich schäme mich als Sebastian Müller selten für diese bescheuerten Ideen, die ich habe. Aber in dem Moment habe ich mich wirklich geschämt. Oh, das war schlimm. Wenn er sehen könnte, wäre das noch besser. Gut, das konnte man vorher nicht ahnen. Ja, dann kann ich ja besser singen. Ja, wollen Sie mal? Das ist zu laut, viel zu laut. Dabei ist die Idee ja gar nicht so absurd. In hippen Bekleidungsgeschäften zum Beispiel legen öfters mal DJs für die Kunden auf. Findest du das gut? Mich stresst das total. Ich renne da direkt wieder raus. Wenn wir tatsächlich einen DJ, wir reden von einem DJ und nicht jemanden, der am Klavier ist, dann wäre ich tatsächlich noch damit einverstanden gewesen, den Kunden zu fragen, nach welcher Musik wir gehen sollen. Im Effizienzsalon in Laden 2 neigt sich der Arbeitstag langsam dem Ende. Zeit, die Mitarbeiter noch einmal bei der Ehre und Loyalität zu packen. Ich möchte eine Sache kurz bei Ihnen ansprechen. Und zwar ist das der Mitarbeiter des Monats. Wer am schnellsten schneidet, oder was? Nein. Das ist in dem Fall derjenige Mitarbeiter, der hier im Salon meine Ideen am besten umsetzt. Und da ich gerade merke, dass die Stimmung hier nicht ganz so optimal ist, wie sie vielleicht sein sollte, und ich nicht das Gefühl habe, dass irgendjemand von Ihnen gerade bereit ist, das umzusetzen, was ich von Ihnen verlange, bin der erste Mitarbeiter des Monats erstmal ich. Als kleiner Ansporn. Er hatte einfach schon direkt ein Bild parat. Oh nein. Ich fand das einfach nur lächerlich. Dennoch hat man sich gedacht, was soll das Ganze? Ich werde das jetzt erstmal hier hinstellen. Der ist jetzt Mitarbeiter des Monats. Applaus, Applaus. Echt. Soll er hier Haare schneiden, wenn er Mitarbeiter des Monats ist? Der ist bekloppt. Danke. Tut mir leid, aber... Also was ich jetzt hier mitkriege, da bin ich total entsetzt. Für Wasser soll man was bezahlen, in 5 Minuten soll man eine Frisur machen, in 1 Minute sollte man geföhnt werden. Für mich ist das hier erledigt, als Stammkunde. Ja, ich komme hier nicht mehr hin. Die Kunden haben wir im Anschluss natürlich aufgeklärt. Das Experiment soll den Fuhrmanns ja helfen und nicht schaden. Und die Änderungen aus dem Luxussalon sprechen sich auch im Effizienzsalon rum. Das Einkaufen, die Kunden. Kundenstelle, eine Einkaufsliste für zu Hause, sie muss dafür ankaufen. Was sind wir, ganz ehrlich? Und das will Jackie dem neuen Chef jetzt auch sagen. Zeit für Klartext. Ach komm, es gibt Sachen, die sind wirklich lächerlich. Wenn wir jetzt offen reden müssen, ne? Ja, wir müssen jetzt habe ich wirklich Zeit zum Reden. Ja, das sind Sachen, die sind wirklich lächerlich manchmal. Ja, also da habe ich mir gedacht, jetzt sagst du deine Meinung, sonst platzt du heute Abend. Und wenn er damit klarkommt, dann kommt er damit klar. Ansonsten kann er irgendwo in eine Ecke rollen gehen, aber ist mir egal. Wenn ich Sachen höre, was sie auf dem Berg machen müssen, dann denke ich mir, nee, das kann euch nicht in euer Ernst sein. Was haben Sie denn gehört? Einkaufen für die Kunden. Genau. Ich habe doch nicht 3 Jahre gelernt, um für die Kunden einkaufen zu gehen. Das sind wirklich die Situationen, da muss man dann sehr gut aufpassen, weil das ist so der Punkt, wo du merkst, bis hierhin und nicht weiter. Und das wird immer ganz schwierig. Was ist denn die Alternative? Ja, dann suchen wir einen neuen Job. Gut, das müssen Sie entscheiden. Ja, das mache ich auch, ganz ehrlich. Ja, wenn er bleibt, dann gehe ich. Schreiben Sie die Kündigung oder soll ich Sie schreiben? Lassen Sie uns doch heute Abend nochmal sprechen. Ja? Okay, machen wir. Alles klar. Tatsächlich ist das der Moment, in dem wir das Experiment abbrechen. Schließlich geht es darum, die Mitarbeiter für Engagement im Betrieb zu sensibilisieren und nicht darum, sie zu vertreiben. Nach Feierabend sucht Herr Müller darum mit allen Mitarbeitern das Gespräch. Und weil die Stimmung eh schon so schlecht ist, dürfen sie wie gewohnt ihr Feierabendgetränk zu sich nehmen. Doch das Thema bleibt ernst. Ich habe Sie gebeten, mir einen Vertrauensvorschuss zu geben. Gleichzeitig hat Michael mich gebeten, Ihnen zu vertrauen, dass Sie
hervorragende und kompetente Mitarbeiter sind, mit denen man mein Konzept umsetzen kann. Das scheint nicht zu funktionieren mit Ihnen. Also ich finde das nicht. So. Tut mir leid. Wir haben die T-Shirts angezogen. Wir haben uns mit dem richtigen Namen gemeldet. Auch wenn wir es ab und zu mal vergessen haben. Aber wir haben uns gemeldet. Wir haben jegliche Videos gemacht. Ja, wir haben uns blamiert bis zum geht nicht mehr. Aber es scheint doch jetzt so zu sein, als hätten Sie aus irgendeinem Grund völlig die Kontenance verloren und sitzen jetzt hier, trinken Wein und machen irgendetwas weil anderes. Weil das alles lächerlich ist. Ich kann in diesem Laden nur Mitarbeiter akzeptieren, die diesen Weg entweder mitgehen oder die sagen, ich möchte diesen Weg nicht mitgehen. Bevor die Sekunde der Entscheidung da ist, haben wir die Fuhrmanns informiert, dass es gleich Zeit ist, die Mitarbeiter zu erlösen. Dann erfahren sie auch, warum sie einen Tag lang leiden mussten. Doch nun muss sich jeder einzelne Mitarbeiter erstmal bekennen. Bleiben oder gehen. Was ist mit Ihnen? Gehen Sie mit oder gehen Sie nicht mit? Ich gehe nicht mit. Was mit Ihnen, Ömer? Nein. Never ever. Nee. Auf keinen Fall. Nein. Dann der erlösende Moment. Die Fuhrmann sind zurück im Salon. Ja! Ich weiß nicht, ob ich dich schlagen soll oder ob ich dich umarmen soll, ey. Das Experiment ist vorbei. Die echten Chefs sind zurück. Als ich die Frau Fuhrmann sah, ich habe irgendwie das Gefühl, habe ich sie in der Liebe Gottes. Ja, geil. Also ich meine, ich liebe die zwei sowieso. Die sind ja wie gesagt auch Freunde für mich. Freude. Es war pure Freude. Ja, ich war froh, ihn dann wiederzusehen, dass mein Chef noch da ist, dass alles beim Alten ist und dass jetzt alles wieder gut wird. Jetzt mal ehrlich, der Herr Fuhrmann, der lässt doch nicht hier seine Babys einfach so alleine. Doch auch Michael und Michaela Fuhrmann fällt nach dem Experiment ein Stein vom Herzen. Ich hatte einen Puls von 380. Ich hatte so Angst, dass sie mich alle hassen. Du hattest einen Puls von 380? Ja. Frag uns mal. Boah, ich schwöre dir, ich würde am liebsten würde ich dir die Weinflasche auf den Kopf schmeißen. Den Puls. Ich kriege das ja auch gerade voll ab, zu Recht, völlig zu Recht. Ich merke ja hier, dass die Emotionen sehr hochgekocht sind, aber ich freue mich natürlich, dass sie mich alle in den Arm genommen haben. Den ganzen Tag hat das Team unter Sebastian Müllers Aktionen gelitten und doch eine starke Haltung und Eigenverantwortung an den Tag gelegt. Aber verstehen Sie auch, warum die Chefs zu diesem Experiment gegriffen haben? Ich finde eigentlich, wir sind ganz nette Mitarbeiter. Ja, und wie ist das so, samstags lieber trinken anstatt aufräumen und Michael kommt dienstags und da liegt noch was rum? Ja. Ja, wir werden das ändern. Wir haben draus gelernt. Besonders die Unordnung im Salon nach Feierabend störte die Chefs. Klar ist es manchmal hier ein bisschen unordentlich und auch ein bisschen geht alles drunter und drüber, aber das sind halt einfach wir. Und da müssen wir als Team jetzt einfach ein bisschen dran arbeiten, dass das einfach wieder ein bisschen besser läuft. Aber wenn das das einzigste Problem ist, denke ich mal, ist alles gut. Aber ich glaube, das Schöne ist halt, man hat auch gemerkt, dass wir untereinander, dass wir ein starkes Team sind und dass sie sich haben nicht alles gefallen lassen. Das war für mich wieder eine wichtige Botschaft. Mehr als der aufgeräumte Wagen am frühen Morgen. Wenige Tage später haben die Fuhrmanns für ihr tolles Team noch eine Mega-Party geschmissen. Das Experiment hat allen gezeigt, das Team Fuhrmann steht in jedem Fall zusammen. Micha, schön, dass es dich gibt und bleib so, wie du bist und bleib bei uns und geh nie, niemals. Auch wenn es gerade nicht so läuft wie gewohnt, egal, es wird gut, sowieso.